Hallo Freunde, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Garten ist angepflanzt, wie ihr seht. Das läuft. Ich habe das ganze Inventarzeug aufgeräumt. Ich habe weiter asphaltiert. Ich habe eine ganze Menge Zeug gemacht letzte Nacht. Vor allen Dingen Inventar, noch ein paar Kisten platziert. Da hinten seht ihr, ich habe ein paar Kisten beschriftet. Ich habe eine Mini-Küche eingerichtet und. Noch einmal fahren und ich habe auch die restlichen Materialien aus der Horde-Basis. Ich habe nochmal zwei weitere Tore platziert. Es fehlen nur noch vier. Die sind auch schon im Auftrag. Also am Ende der Episode sollten die fertig sein. Dann kann ich die platzieren. Und dann ist der Außenzaun soweit schon mal fertig. Ansonsten baue ich gerade noch eine ganze Menge geschmiedetes Eisen. Da wir jetzt hier so viel haben davon. Mal gucken. Ich nehme das hier. Schraubenfedern. Haben wir auch? Wunderbar. Dann können wir das erste Garagentor auch schon gleich in Auftrag geben. Das werden wir... das dauert auch eine gewisse Zeit. Lässt sich einfach nicht verhindern. Aber es ist dann schon mal beauftragt. Und damit kriegen wir in absehbarer Zeit sowohl den Außenzaun als auch die Garagentore schon mal fertig. Dann sieht das schon mal wieder ein bisschen mehr nach Basis aus. Wo ich demnächst überhaupt nicht mehr drum rumkomme, ich muss wieder in der Wüste ein bisschen graben. Denn ich habe einfach viel zu wenig Sand. Wenn ich hier beim Baumaterial gucke, habe ich noch einmal Sand, ich habe noch ein bisschen Zement und fast keine Steine mehr. Also ich muss dringend Steine und Sand organisieren und beides kriege ich am einfachsten in der Wüste. Ich denke, ich werde die nächste Nacht grabend verbringen und zwar... Ja, in der Wüste. Die ist zum Glück nicht weit weg. Dementsprechend sollte das einfach sein. Aber im Großen und Ganzen macht die Basis schon ganz gute Fortschritte. Wenn ich jetzt noch das ganze Material hätte, um die Betonblöcke fertig zu machen, dann wäre das Erdgeschoss ruckzuck erledigt. Da fehlen zwei Dinge. Sand und Zeit. Die Steine kommen mit dem Sand gleichzeitig. Rede ich mir ein. Wird schon. Ansonsten sind wir doch drei Dinge. Wobei Zement fehlt auch. Also Material und Zeit fehlt. Das sind doch nur zwei Sachen. Okay, Händler inzwischen offen. Wir schauen mal nach einer Level 4 Mission. Er hat heute auch ein neues Material. Das heißt, wenn alles klappt, bietet er uns sogar einen Bettungmischer an. Das wäre super. Und ich habe das Auftanken vergessen. Das Moped ist fast leer. Aber da habe ich in der Garage eine Kiste. Unsere Wacheneingangskiste. Und da habe ich auch noch den Stapel Benzin drin gelassen. Ich habe mir gedacht, der macht sich in der Garage ganz gut. Abholen, säubern. Eine Menge davon. Okay, das ist nicht weit weg. Das könnte ein Waterworks sein. Waterworks. Ja. Und Material. Was hast du? Munition und Waffen. Schrotflintenmunition hätte eine Menge anzubieten. Nahrungsmittel hat er Tierfett, das ist super, das nehmen wir nachher mit. Mods. Schalldämpfer. Yes! Den habe ich mir gewünscht. Der ist höllenteuer in der Herstellung. Der ist auch höllenteuer im Kaufen, wie ihr seht, für eine Mod. Aber der ist wichtig. Den möchte ich unbedingt haben. Das läuft. Ansonsten... taktisches Sturmgewehr wäre ganz nett gewesen. Aber nö. Ansonsten hat er... Nee, hat keine Pistole. Schlecht. Da könnten wir noch ein kleines Problem kriegen, denn ich möchte dieses Teil hier bauen. Dafür brauche ich 15 Handfeuerwaffenteile. Ich glaube, ich habe nicht viele. Da könnten wir eigentlich gleich nochmal nachgucken in der Basis. Ich muss sowieso noch nachtanken, dementsprechend ist das jetzt kein echter Umweg. Und wir könnten dann auch noch ein bisschen Kleingeld mitnehmen. Ich habe das Gefühl, auch mit der tollen Belohnung nach der Quest werde ich nicht genug Dukes haben, um mir alles zu kaufen, was ich will beim Händler.
Dafür hat er diesmal zu viel schönes Zeug. Und wie gesagt, der Schalldämpfer ist schon nicht ganz günstig. Aber sollte hinhauen. Oh Junge, eine 5er MP5 mit Schalldämpfer. Dann haben wir Magazinerweiterung. Vielleicht kriege ich sogar Trommelmagazin dran. Handgriffmod. Ich heb ja schon eine ganze Menge Zeug auf, weil das mit der MP5 ja schon relativ lang in der Mache ist. Damit kann man richtig Sauereien anstellen. Da wird dann sogar die Blutnacht relativ easy. Wir nehmen da ein paar Males mit und dann können wir auch noch eine ganze Menge Kram verkaufen. Weil ich hier zwei hier lasse. Hier lassen wir vier hier. Einfach weil man die nur im 5er-Pack verkaufen kann. So, ich verkaufe es nicht zufällig. Nein. Keine Handfeuerwaffenteile, das ist sehr gut. Und Waffen. Ich habe zwei. Das ist schlecht. Und wenn ich eine Pistole zerlege, kriege ich drei raus. Das ist ein bisschen dünn. 3, 6, 8. Das heißt, ich habe nur ungefähr die Hälfte von den Teilen, die ich brauche. Uff. Das war früher mal angenehmer. Also entweder war das früher im Spiel, in der einstelligen Alpha irgendwo. Oder ich habe das mal als Mod gesehen. Da konnte man Gussformen herstellen. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich ein Spiel war. Oder egal. Die Idee war, dass man ein Originalteil hat, zum Beispiel Handfeuerwaffenteile. Und das ist dann Material zusammen mit Sand und Erde, um eine Gussform herzustellen. Und dann kann man aus diesen Gussformen, die haben dann auch eine Haltbarkeit, auch an der Schmiede diese Waffenteile dann herstellen. War eigentlich ein ganz nettes Prinzip. Ich glaube aber, das war eine Mod. Wie auch immer. Ist ein tolles Prinzip. Und dann kriegt man aus einer Gussform vielleicht 10 Teile raus oder so. Man hat immer noch eine Menge Material zusätzlich gebraucht. Und das Material, das man ursprünglich, oder das man herstellen will, brauchte man einmal, um die Form herzustellen. Das war schon ganz angenehm. Wie auch immer. Das hilft uns jetzt nicht weiter. Ich werde jetzt nicht auf die ewige Suche nach einer speziellen Mod gehen. Oder das anders irgendwie lösen. Ich mache das alles mit spielintegrierten Geschichten, das heißt, wir brauchen einfach nur Handfeuerwaffenteile und davon eine Menge, wenn es geht. Okay, den Waterworks haben wir vor kurzem erst gesehen. Diesmal geht es auch darum, dass wir das Gebiet säubern. Oh. Und im Moment ist das Inventar noch hässlich voll. Das können wir beheben. Viel besser. Was ich allerdings jetzt noch mitnehme, sind zwei Geschichten Rohstoffe. Einfach weil ich weiß, dass sie da sind. Easy. So, die Autos sind auch wieder nur Wracks, aber den Müllcontainer können wir wieder durchsuchen. Federn sind nicht so wichtig, aber die Kaffeesamen sind ganz okay. So, die Tasche ist oben. Das ist angenehm. Das ist wirklich nicht schlecht. Aus dem Öl können wir Farbe machen. Viele Samen für die Landwirtschaft, das ist eigentlich, eigentlich ganz angenehm. Und eine 6er Eisenspitzhacke. Auch nicht schlecht. Okay, dann geht's jetzt mit dem gefährlichen Teil des Poilos.
Ihr solltet jetzt eigentlich schon Zombie sein. Okay. Wo sind die ganzen Zombies hin? Okay, ich werde mich jetzt nicht beschweren. Das ist super einfach. Nee. Dann halt so. Aber was soll ich säubern, wenn keine Zombies da sind? Das ist ein bisschen blöd. Immerhin haben wir schon mal die Vorräte. Das ist ein Anfang. Mit den richtigen Mods ist mir, glaube ich, die 6er Eisenspitzhacke lieber als die Stahlspitzhacke. Ja, das sind Zombies. Wow. Plonk, wieder wegen seinem blöden Helm. Ich hasse diese Bänke hier. Die Zombies laufen drauf, man läuft selber drauf und ständig hat man Höhenwechsel. Da ist es wahnsinnig schwer, die Köpfe zuverlässig zu treffen. Na also. Das suche ich in so vielen Spielständen schon so lange. Jetzt taucht sie auf. Warum nicht? Erstmal nicht so. Hier machen wir erstmal zu. Nicht, dass uns irgendwas überrascht, aber wir sind sowieso nicht mehr lange hier. Die Sache ist die. Ursprünglich hat man Pistolen fast nur in Toiletten gefunden. Ich weiß nicht wieso. Inzwischen findet man nur noch trübes Wasser. Aber manchmal, ganz selten, findet man auch Waffen hier drin. Wäre natürlich eine feine Sache, wenn wir noch eine Pistole finden. Einfach nur, damit wir vielleicht doch noch die MP5 bauen können. Davon hatten wir noch keine. So, das wird blöd. Da gibt es einen Hund. Da ist er schon. Hat sich angeschlichen. Wenn man nicht weiß, dass der da ist, kann das richtig blöd werden. Zum Glück wusste ich ja, was läuft. Okay, den hätten wir. Dann ist hier drin noch ein Zombie und ein Bücherregal. Manchmal ist sogar was drin. So wie jetzt zum Beispiel. Wir haben Glück. Klebstoff können wir immer gebrauchen. Daraus kann man Panzertape machen. Und aus dem macht man Repair Sets. Hui, das ist nett. Mit den Handgranaten kann man eine ganze Menge Sauerei anstellen. Das ist eigentlich tolles Zeug. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Wir haben ja gleich wieder Level Up. Eine interessante Sache wäre noch, Sprengmeister auf Stufe 3 bringen. Dann kriegt man nämlich das effiziente Rezept für Schießpulver. Das läuft so ähnlich wie beim Benzin, nur eben, naja, mit Schießpulver. Und dann braucht man da viel weniger Material, um richtig große Mengen Schießpulver zu haben. Und zusammen mit dem Messing kann man, also man kann überall Messing finden. Wir haben jetzt auch schon Messing gefunden, dieses Zeug. In Form von Trophäen, in Form von allem Möglichen. Und in der Schmiede kann man daraus Hülsen herstellen für verschiedene oder für Patronen allgemein. Aus dem Blei, das man findet, kann man die Geschosse, die Projektile gießen. Und wenn man die beiden dann kombiniert, zusammen mit
dem Schießpulver kriegt man Munition. Für 9mm, für NATO-Munition und. Nur die Schrotflintenmunition wird ein bisschen anders hergestellt, aber das gleiche Prinzip. Der ist an der Blutung krepiert, lustigerweise. Okay, da oben links ist dann gleich noch eine Forscherin im Normalfall. Man hört's schon. Sag euch, ich habe den einfach schon zu oft gemacht, den Waterworks. Blöd. Sehr blöd. Okay. Nicht so schnell. Wir wollen hier keinen Speedrun. Okay, den hätten wir. Den unter uns kriegen wir auch noch. Keine Sorge. Jetzt geht es mir erstmal darum, die zu erledigen, die hier noch angeschwommen kommen. Läuft. Ja, ihr seht, der Raum ist heftig gesichert. Jede Menge Minen. Das mit dem Wasser ist immer ein Problem. Die Stacheln sind unfreundlich. Und hier brechen große Teile des Laufstegs ab und man landet immer wieder im Wasser. Und da rauszukommen ist einfach ätzend. So. Passt. Wir werden hier eigentlich nicht wieder rausgehen, deshalb nehmen wir es gleich wieder mit. Oben haben wir einen Gast. Läuft. Das ist nur Holz als Zierblende. Da sehen wir eine Schatzkiste auf der anderen Seite. Wenn ich es erzähle, kann ich es auch zeigen. Und das ist alles viel zu harter Beton. Da kommen wir so nicht hin, aber ich zeige euch, wie wir da hinkommen. Hat sich gelohnt. Okay. Okay, wenn du mich nicht durchlassen willst, dann... Puh, 2000! Wer baut hier bitte Stahlgeländer ein? Das ist ja krank. Das ist nicht nett, sowas. Immerhin. Dann ist der Raum schon mal einigermaßen wach. Pharaoh! Ich hasse diese Dinger. Aber man merkt schon, wir tragen schwere Rüstung. Wir haben jetzt viel weniger Verletzungen. Wir bluten nicht mehr so oft wie vorher. Das hat sich auf jeden Fall schon mal rentiert. Und wir kriegen auch lang nicht mehr so viel Schaden wie früher. Auch wenn wir von Pharaohs im Nahkampf getroffen werden. Haben wir. Messing. Einschmelzen. Läuft. Okay. Die Schatzkiste ist da oben. Man könnte jetzt entweder hier hoch, was sehr einfach ist. Nett. Was tragen wir für eine Rüstung? Wir tragen auch eine 2er Eisen. Keine Verbesserung leider. Ich wusste, dass wir Eisen tragen, ich wusste nur nicht mehr, welche Stufe.
Das ist dann die andere Möglichkeit. Man kommt von oben auch hierher und dann könnte man so relativ einfach darüber. Gibt da verschiedene Möglichkeiten. So, wieder ein bisschen was zerlegen, sonst. Machetenteile wären eigentlich toll, wenn ich das Rezept Machete hätte. Aber ich werde sie mal nicht verkaufen, weil wenn ich sie verkaufe, kriege ich danach das Rezept Machete. Dann wünsche ich mir, ich hätte sie behalten. Was? Okay. So viel dazu. Hier hinter schläft manchmal schon direkt ein Zombie. Feral. Noch ein Feral? Okay, soweit. Ja, den Raum kennen wir schon. Wir sind jetzt nur von der anderen Seite hier. Das heißt, das ist jetzt nur noch der Stash-Raum oben und dann sind wir schon fertig mit dem Paul. Wie gesagt, ich mag den Waterworks. Ich kenne ihn wirklich auswendig, so richtig. Weil es halt gefühlt jede zweite Mission ist im Waterworks. Und das meine ich jetzt nicht nur auf die Level 4 Missionen gesehen. Ich weiß nicht, ob es andere Level 4 Missionen als in Waterworks gibt. Das ist unverhältnismäßig viel. So, von der Seite ist der Raum deutlich anspruchsvoller. Schlecht. Hasse diese Spider-Zombies. Aber die kommen eigentlich mit geschlossenen Türen überhaupt nicht klar. Die strecken da immer den Kopf durch. Was hätten wir? So, das ist kein Feral, das ist schon mal gut. Das war quasi der Boss des Levels. Ich hasse diese Typen. Die machen noch eine Menge Schaden. Also ihr seht, Körperkraft ist gerade nicht mehr so prall. Und das trotz Rüstung, aber ich habe jetzt leider auch keine Medikamente dabei. Muss so gehen. So. Das wird hässlich. Das könnte ich in Papier zerlegen, aber Papier haben wir auch noch nicht dabei. Nahrung und Getränke könnte ich ein bisschen was aufnehmen. Leere Gläser. Habe ich schon irgendwo. Also die zwei Knarre ist eine tolle Sache. Damit kann man Autowracks zum Beispiel zerlegen. Okay, wir essen die paar Birnen. Das ist nicht so viel. Das Metall können wir zerlegen. Dann haben wir schon mal die. Die Nägel sind eigentlich zu schade zu zerlegen. Aber ein Rohr brauchen wir nicht wirklich. Mehr als 25 kann man nicht stapeln. Das Rad wäre eigentlich nicht schlecht. Ja, das ist inzwischen despawned. Super. Und das müssten wir knacken können. Die Dietrich haben wir diesmal dabei. Da habe ich dran gedacht. Manchmal hat man so viel Pech bei der Sache, dass man sich wirklich fragt, ob es nicht immer schneller ist, wenn man es aufhackt.
So, Donnerböcksen-Munition können wir zerlegen. So, mehr kann ich eigentlich nicht mehr tragen. Aber das Moped steht ja gleich draußen. Wenn ich ein bisschen mitgedacht habe, habe ich das schon da vorne hingestellt. Wä? Richtig, ich bin diesmal ja von der anderen Seite gekommen. Wenn man so sehr gewöhnt ist, dass man immer von der Seite in den Poi kommt. Aber jetzt haben wir den tatsächlich mal richtig gemacht, so wie es sich gehört. Oh Junge. Haben wir viel Kram dabei? Für Lamm gibt es ein Rezept. Egal. Essen wir trotzdem, bringt nicht so wahnsinnig viel. Die Dose können wir zerlegen, aber es stellt auch ein bisschen Körperkraft wieder her. Pflanzenfasern, Lehmboden, den Kram brauche ich nicht. Dann habe ich mehr als genug in der Basis. Oh Junge. Einige der Teile haben wir auch im Moped schon. Das heißt, wir machen das jetzt einfach mal in die Shop-Stadtteile nicht. Da habe ich, glaube ich, was gesehen. Das ist jetzt ein Gebastel und Gefummel, aber das kriege ich schon hin. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich das alles transportiert kriege. Okay, ich habe alles dabei. Alles, was irgendwie wichtig ist. Ich habe noch ein bisschen was zerlegt. Aber ich muss jetzt vorher auf jeden Fall zur Basis. Und ein bisschen was rausschmeißen aus dem Inventar. Ich glaube sogar. Nee, das zerlegt gerade nichts mehr. Es war auf jeden Fall hölleneng. Ja, ein paar Dinge will ich ja verkaufen, aber eben nicht alles. Und ich werde jetzt erstmal in der Basis das Zeug rausschmeißen, das ich behalten will. Und dann sehen wir uns gleich beim Händler, wenn ich den Kram verkaufe und einkaufe. Wir haben ja viele Dinge gesehen, die der Händler hat, die ich haben will. Bis gleich. 5er Schützengewehr ist natürlich eine super Sache. Das ist definitiv eine meiner Lieblingswaffen im Spiel. Der weiß schon, wie er mich verwöhnt. So. Ich habe jetzt nur noch das Zeug im Inventar, das ich verkaufen möchte. Mit Ausnahme des Schützengewehrs. Ich glaube, das sortieren wir gleich mal ein bisschen um. Ganze Menge Waffenteile. Das ist aber okay. Das verkaufen wir auch alles. Doppelläufige Schrotflinte brauchen wir nicht mehr. Da habe ich jetzt die Pumpgun. Oder die Repetierschrotflinte, wie es eigentlich heißt. Läuft. So, ich habe auch eine ganze Menge Geld mitgenommen gehabt. Dementsprechend schauen wir mal. Der hatte einiges, was ich möchte. Wichtig. Bei den Mods, die Schalldämpfer-Mod. Dann hat er bei den Nahrungsmitteln eine Menge Tierfett. Bei den Waffenteilen hat er Schrotflintenmunition. Das brauchen wir für die letzte Blutnacht. Ansonsten können wir gerade noch mal drüber gucken. Elektrozaunpfosten wäre eine feine Sache. Aber dann brauchen wir auch einen Generator. Das wäre noch so das i-Tüpfelchen für die Blutnacht. Ich denke, was wir ihm noch abkaufen, sind zwei Räder. Da haben wir schon drei. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, Mini-Motorrad für 10.000. Super.
Nee, ich glaube, das lassen wir mit dem Elektrozaun. Das ist ein bisschen arg viel Aufwand für die letzte Nacht alleine. Aber damit ihr euch nicht wundert, es gibt eine Möglichkeit, den Elektrozaun einzusetzen und auf die Art die Basis noch deutlich langlebiger zu machen. Der Elektrozaun, das sind effektiv zwei dünne Pfosten und dazwischen wird ein Kabel gespannt. Und solange das unter Strom steht und man das Kabel berührt, erhält man Schaden. Und man kann sich kaum noch bewegen. Die Zombies bleiben sogar geschockt auf der Stelle stehen. Der Spieler ist wirklich ätzend langsam. Schlimmer als betäubt. Und ja, das zusammen mit Henry, zusammen mit Schusswaffen, sorgt dafür, dass die Hordenbasis fast unannehmbar ist. Nachteil an diesen Elektrozäunen, sie brauchen natürlich zum einen Strom. Den muss man produzieren. Da bräuchte man einen Generator dafür. Und der zweite Nachteil. Stellt euch vor, dass der Elektrozaun von A nach B verläuft. Also man muss hier irgendwo das Kabel legen. Man fängt an Pfosten A an und legt das Kabel zu Pfosten B. Wenn ich jetzt von einem Generator komme, lege ich von einem Generator zu Pfosten A zu Pfosten B. Wenn ich den Generator in die Basis stelle, dann ist der erste Pfosten in der Basis, als Beispiel, und der zweite Pfosten außerhalb der Basis. Sobald der Elektrozaun jemandem Schaden zufügt, erhält er selbst auch einen Teil des Schadens. Und zwar wird immer der Pfosten beschädigt, der am Ende des Zauns ist, in unserem Beispiel also Pfosten B. Ich weiß, ist gerade ein bisschen schwierig, aber anders kann ich es kaum erklären. Also immer der letzte Pfosten in der Zaunreihe wird beschädigt. Wenn ich jetzt in der Blutnacht so viele Zombies habe wie beim letzten Mal zum Beispiel, wird es unheimlich schwierig für mich, rauszugehen und diesen Zaun zu reparieren. Oder ich muss eine Anordnung finden, dass der Zaun in der Basis endet. Dann kann ich das quasi in der Basis reparieren. Da muss man sich aber Gedanken über die Verkabelung machen. Wir sind ja hier in diesem Blocksystem, das ist nicht so ganz einfach. Vielleicht kann ich es noch zeigen. Ich glaube aber nicht wirklich dran. Dafür fehlen uns zu viele Komponenten. Ich bräuchte das Drahtwerkzeug, ich bräuchte einen Schalter, ich bräuchte zwei Zaunelemente, ich bräuchte einen Generator, ich bräuchte Motoren. Es ist wahnsinnig viel Zeug. Das Benzin haben wir, das ist schon mal etwas. Also, wenn ich das Glück habe, da noch was zu finden, dann bauen wir das auf und dann zeige ich euch das in der letzten Blutnacht. Sind ja jetzt noch, naja, 2,5 Tage. Drei. Sagen wir 3 Tage, weil die Blutnacht fängt ja auch erst am Abend an. Dementsprechend, ja, wenn ich Glück habe, kriegen wir genug Material. Bis dahin müsste der Händler auch noch den Elektrozaun haben. Ich werde jetzt auch noch, bin ja gerade auf dem Weg zum Airdrop. Vielleicht habe ich dummes Glück und da ist eine Pistole drin, wer weiß. Ansonsten werde ich gleich noch ein paar Händler abklappern. Ich denke, Jen schaffe ich noch und dann gehe ich noch ins verbrannte Biom. Oder komme erstmal zurück für die Baustelle. Mal gucken. Ich gucke mal noch so viele Händler an, wie ich kann, damit ich vielleicht doch noch Pistolenteile kriege. Und wenn die Händler dann auch noch Material haben für die Elektrozaungeschichte, dann nehme ich das auch noch mit. Geld habe ich ja noch in der Tasche. Das läuft. Okay, Munition und Nahrungsmittel. Kann man sich nicht beschweren, ist an sich recht erfolgreich. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich bin jetzt noch unterwegs zu den Händlern. Ich versuche jetzt noch. Jen kann ich mir eigentlich kaum erlauben. Wobei Jen gar nicht so weit weg ist. Ich hatte ihr Gebiet ja hier. Also, ich denke, Jen werde ich noch schaffen. Aber weitere Händler kriege ich wahrscheinlich nicht. Muss ich sehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, hoffentlich noch mit ein paar Teilen und guten Nachrichten. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.